Weiter geht's bei Stellaris und den Schatten. Und wir müssen uns heute einmal um die weitere Ausbreitung unseres Reiches kümmern. Das habe ich in der letzten Folge nicht mehr geschafft, aber ich habe mir das auf jeden Fall für heute aufgehoben. Und wir gehen als allererstes mal in den Expansionsplaner rein. Und ich habe mir das schon mal sortiert nach der Bewohnbarkeit. Es gibt ja noch Kirbus Prime, aber da werden wir nicht hingehen. Und ich habe mir auch die ganzen Werte schon mal angeguckt von den Planeten und auch die Position. Und ich muss sagen, diese 463er, die sind eigentlich okay. Ja, also 63 bedeutet, wir können uns den Planeten ja mal angucken. Das sind 18% minus bei den Jobs, minus 18% Wachstum. Das ist okay. Ja, also da können wir mit leben. Wir gehen die Planeten mal einzeln durch, wo die jetzt genau sind. Das ist einmal da in der Ecke. Das ist einmal Proton 5. Ja. Das ist eigentlich, oh, das muss ich gerade mal gucken, hier vorne in der Ecke. Also das ist okay. Dann haben wir Exilion. Das ist auf jeden Fall im Kernbereich Stereotype und Geartype auch. Fackeln wir nicht lang drum rum. Wir werden die jetzt nehmen. Bietet eine geringe Bewohnbarkeit für diese Speziesbildung, ist möglich, aber alle Bewohner haben einen erhöhten Unterhalt. Wir werden das machen und wir können die vielleicht später nochmal optimieren, aber ich glaube, es bringt hier einfach mehr, denn wir müssen ganz dringend bei den Planeten dranbleiben. Okay, gut. Und Unterhalt von den Bewohnern, das ist halt bei uns ja relativ, ne? Also wir haben hier 85 Bewohner, Nahrung, okay, brauchen sie ein bisschen, aber wir haben noch genug und ich glaube, das kriegen wir hin, aber ich bin davon überzeugt, die Vorteile werden den Nachteilen hier überwiegen. So, okay. Dann lass uns weitermachen. Wir müssen als erstes unsere Flotten zurückziehen und die natürlich auch aufrüsten. Die Ikan Company öffnet die Grenzen. Okay, die hier oben sind. Wieso? Ich weiß, wir haben versucht, lange Zeit mit denen in friedlicher Absicht uns zu begeben. Die sind mit den Urak, dem Sevon und den Zaku. Ah, okay. Alles klar. Das ist ein Tochterunternehmen von der Ikan Company. Ach, verdammt. Ja, alles klar. Okay. Und diese Company hat jetzt die Grenzen, das ist das Konzil. Die haben hier die Grenzen für uns geöffnet. Ne. Über die wissen wir nämlich interessanterweise noch gar nichts. Wir sollten wirklich mal einen Spionagespion abziehen aus der Interplanetary. Das finde ich eigentlich schon am interessantesten. Und ob wir den... Ja, genau. Und ob wir den Fritzen hier brauchen, weiß ich nicht. Das wage ich auch irgendwie zu bezweifeln. Gerade weil der irgendwie... Weil das hier alles extrem schwer ist bei denen. Deswegen würde ich es eher einmal zu jemand ganz anderen abziehen. Jetzt gucken wir einmal hier hin. Na, da ist Spionage nicht möglich. Und hier vorne, das sind militärische Isolationisten, ist das auch nicht möglich. Ich würde gerne ein bisschen hier oben, gerade bei diesem Boss Paxtu-Orden, da wissen wir nämlich fast gar nichts drüber. Da würde ich gerne auch mal jemanden hinschicken. Und mal ein bisschen mehr erfahren. Und wir werden dort mal versuchen, ein Spionagenetz aufzubauen. So, dass wir auf jeden Fall einmal über die Ikan Company mehr erfahren und einmal hier oben. So, und dann gab es lange Diskussionen tatsächlich über die Zebrei. Da will ich noch mal ein, zwei Worte zu sagen. Ich habe das gesehen und ich habe es tatsächlich auch bewusst ignoriert. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe schon viele, viele, viele hunderte Stunden Stellaris gespielt, aber es war wirklich die erste Revolte dieser Art, die ich tatsächlich gespielt habe. Es ist mir so in dem Umfang eigentlich noch nie passiert, dass so ein Planet revoltiert hat, dass sie mal unglücklich waren, dass es dort auf dem Planeten Probleme gab. Das hatte ich des Öfteren, aber dass sich gleich ein ganzer Bereich abgespaltet hat, das ist, glaube ich, auch erst seit dem letzten großen DLC groß, hat sich das groß verändert. Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Und deswegen habe ich das wirklich bewusst ignoriert und ging davon aus, dass die Truppen, die wir auf dem Planeten gelandet haben, die Situation in den Griff kriegen werden. Und mit eventuellen Abzweiflern und Abweichlern dort gnadenlos umgehen werden. Dem war allerdings nicht so.
das war jetzt bewusst so herbeigeführt, tatsächlich, aber aus Unwissenheit. Ja, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, wie der schöne Satz so heißt. Und da, wir haben hier bei C3 bei diesem Krieg gesehen, ich kann mal weitermachen, während ich sabbel, dass das eigentlich, dass dieser Satz wie die Faust aufs Auge passt. Denn, ja, das Problem hatten wir am Ende trotzdem. So, die Anführer haben unsere Art befolgt und die Waffen niedergelegt. Das ist sehr gut. Da können wir mal hingehen. Jetzt werden wir mal gucken, was wir hier überhaupt haben. Das ist ein Industriezeitalter. Wenn die schon auf uns hören, ist halt die Frage... Was? Toxoide? Ah, das wäre schon nicht schlecht, ne? Also, sich entwickelnde Zivilisation. Sie haben schon eine hohe Wahrnehmung. Die Frage ist halt, was passiert dabei? Nochmal möchte ich so ein Reich jetzt nicht feindlich integrieren. Das ist ja beim letzten Mal tierisch schiefgelaufen. Ich würde bei denen jetzt mal... Wo sind die denn in welchem Raumgebiet? Hier unten. Ah, die haben jetzt auch irgendwie keine interessante Position, ne? Ne, wir lassen das nochmal. Wir lassen das nochmal weiterlaufen. So, getarntes Schiff, Ereignis ausstehend. Die Künstlertruppe. Ah, sehr schön. Kennen wir schon. Nach einer andauernden Phase Zuspruchs für die Xeno-Movement hat die Incitable die Fraktion schließlich akzeptiert. Sie sind Xenophiler geworden. Herzlichen Glückwunsch. Aber okay, damit haben wir jetzt ja auch kein großes Problem. So. Jawohl. Oh, das ist gut. Dann können wir einmal in die Erlasse gucken. Aber ich glaube, 47, 57, 67, 67, das reicht uns immer noch nicht. Wir könnten einmal schauen, ob wir Kristalle plus 5, eventuell kristalline Sensoren aktivieren. Möglicherweise das hier. Aber eigentlich sieht es erstmal gut aus bei allen Sachen. Okay, wir gucken mal Bewohnbarkeit plus 5%. Das ist super. Das sollten wir machen. Oder Terraforming. Ah, das ist beides gut. Wir fangen damit an und gehen dann in Richtung des Terraformings. Ich glaube, das brauchen wir momentan. Construction complete. Das ist lieb von dir. Genau, ich hatte hier oben schon ohne euch einmal den Planeten ausgebaut. Leben aus flüssigem Metall. Die Untersuchungen in den Höhlen unter der Oberfläche von Luthia 1a haben ergeben, dass sie mit einer silbrigen Flüssigkeit gefüllt sind, dass wie eine Art Fluss von Höhle zu Höhle fließt und sich in unterirdischen Seen sammelt. Wir hatten das schon mal in Star Trek, sowas ähnliches. Noch überraschender ist die Entdeckung, dass diese metallische Substanz viele Schlüsseleigenschaften einer organischen Lebensform teilt. Oh, okay. Es wurde lebendes Metall entdeckt. Das ist nicht schlecht. Block erklärt. Ja, Block erklärt. Block geklärt. Das ist auch gut. So, Beobachtungseinblicke. Ich habe auch bei den Planeten schon ein bisschen hin und her gemanagt ohne euch. Ich hoffe, das ist okay. Okay, ja. Einmal weiter. So, was gibt es hier? Einmal kurz gucken. Gleichberechtigung haben wir uns vor unterstützen. Recycling-Initiative. Sklavenhandel mit organischen Wesen verbieten. Was? Nein. Warum? Ach, verdammt, wir können ja gar nicht mehr. Merde. So, die umfassende Analyse von Hunderten von Kaninen auf der Oberfläche des Planeten wurde abgeschlossen. Es hat sich herausgestellt, dass dieses komplizierte Kanalgitter nicht durch natürliche vorkommende Prozesse gebildet wurde. Aufgrund der beträchtlichen Alter der Gräber. Tja. Also mit anderen Worten, wir wissen, es war künstlich, aber wir wissen nicht von wem. Na gut. So, was wir nochmal machen sollten, ist einmal auf jeden Fall in die Relikte gucken.
Und einmal schauen, ob wir da irgendwas machen können. Wir kriegen ja momentan relativ viele. Und ein Artefakt-Relais, planetare Entscheidung. Indem wir unsere Synapsen-Drohnen und kleine Artefakte benutzen, um Signale weiterzuleiten, sind sie in der Lage, effizienter unsere Arbeit-Drohnen zu verbessern. Oder... Das würde ich... Das heißt planetare Entscheidung. Wir haben auch noch nichts gefunden, ne? Ja, das ist natürlich schade. Vielleicht finden wir irgendein Artefakt noch oder sowas. Also das ist momentan natürlich ein bisschen schwach noch. Aber wir haben hier oben noch einen. Wo führt der denn jetzt hin? Mit wem ist der denn jetzt noch alles im Krieg? Ach, mit den Ikan. Ja. Okay, deswegen hat er ja auch die Grenzen geöffnet. Okay, das ergibt natürlich Sinn. Kelzain 3 ist kein Planet, sondern eine ausgeklügelte 3D-Projektion. Ernsthaft? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist sowas ja unglaublich. Was soll das denn? Jetzt habe ich hier ein Kolonieschiff übrig, oder was? Boah, Alter. Das ist ja wohl. Construction complete. Ah, verdammt. Ja, nee, haben wir nicht. Aber das ist ja das Gute. So, okay. Tja, du bist damit fertig. Dann fährst du bitte einmal, fliegst einmal da oben hoch. Müssen wir unbedingt die archäologische Stätte ausgraben. Das ist wichtig. Weiter geht's. So, da vorne habe ich ebenfalls schon ein Schiff hingeschickt, nämlich das hier. Und das Schiff, was hier unten war, habe ich da belassen, damit wir dort... Ja, damit wir dort unten bleiben. Jetzt müssen wir eigentlich auch mal zusehen, dass wir dort die Gase abbauen und dieses System auch besiedeln. Und vor allen Dingen auch das da vorne. Die 8 und 7 Energie sollten wir auch nicht... ungenutzt lassen. Ja, die hier hinten dringen getarnte Schiffe ein. Das ist okay. Da können wir mit, da können wir erstmal mit leben. So, ja, oh, Kreuzer. Sehr cool. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir? Sternfestung oder Megabauwerke aus Metall? Die Gasraffinerien brauchen wir im Moment eigentlich nicht. Also wir haben 2, 5, 1. Das reicht erstmal. Ich meine, Mineralien haben wir genug, ne? Ich würde sicher jetzt aber erstmal die Schwarmraketen erforschen. Und übrigens hier hinten, es ist wirklich sehr interessant, hier ist Ende im Gelände und hier hinten anscheinend auch, ne? Also es gibt hier diesen Bereich im Moment keine Verbindung. Das ist sehr spannend. Also ich habe noch keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Da wartet noch ein riesiges Geheimnis auf uns. Das muss man ehrlich mal sagen. So, Einblick stört kurz bevor. Kolonisierung ist dabei. Und wenn wir das... Genau, wenn wir das alles abgeschlossen haben, dann gucken wir, dass wir ebenfalls die neuen Sektoren gründen. Bewohnbarkeit plus 5. Sehr gut. Das ist ja schon mit drinnen. Ja, minus 16, genau. Vorher waren wir bei 18. Das ist super. Das bedeutet, wir gehen jetzt bitte einmal... Ah, schade. Jetzt ist nicht mehr da. Wir 2 vom Befehlslimit der Flotte. Flottenkapazität wäre wichtiger. Das finde ich gut. Und jetzt gehen wir einmal in den Schiffsdesigner. Und erzeugen uns den ersten Kreuzer. Und das sieht doch schon mal aus wie ein richtiges Schattenschiff. Ja, das Ding. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig sehen. Und wir so, wollten ja so und so einmal durch die Schiffe durchgehen. Das ist mir nochmal wichtig, weil wir ja... Also wir haben eine ganze Menge Technologie bekommen, bevor wir jetzt wieder irgendwelche Schiffe bauen. Wir können den einfachen Tarnfeldgenerator bauen, aber das kostet... Also ich bin von der Tarnung im Moment in der Form nicht überzeugt. Was bringt uns eine Tarnstärke? Eine Tarnstärke bringt uns, ja, dass die Flotte nicht so schnell entdeckt wird, aber, keine Ahnung, also ich meine, wenn ich eine Flotte irgendwo hinschicke, dann weiß der Gegner aller Wahrscheinlichkeit nach, dass ich komme und wird wahrscheinlich auch Gegenmaßnahmen einleiten, so hoffe ich das. Und deswegen bin ich halt nicht davon überzeugt, dass wir in eine Flotte diese Dinge einbauen. Keine Ahnung. Da bin ich jetzt noch, weiß ich nicht, da vielleicht zu altmodisch. Ich würde hier weiter in Richtung des regenerativen Rumpfgewebes gehen. Und in der Anton-Klasse bleiben wir bei den Fusionsraketen.
Ich könnte mir aber auch durchaus vorstellen, dass wir mindestens einen Energiesauger, der ein bisschen Schildschaden macht, und die Fusionsraketen reinbauen. Die haben auf jeden Fall eine Reichweite von 100, eher allerdings nur bis 60. Dann müssten wir bei dem Gefechtscomputer... Vorpostentaktik fliegt auf mittlere Distanz, um feindliche Schiffe abzufangen. Feuerrate, Zielgenauigkeit plus 10. Das finde ich für das Schiff etwas besser. Und dann bauen wir einen Energiesauger mit ein. Ich glaube, dass das hier etwas besser ist. So, das ist die Anton-Klasse, dann die muskulöse Klasse. Da kommt bitte auch ein regeneratives Rumpfgewebe mit rein. Der Rest passt so. Jetzt müssen wir einmal schauen. 170, 125 Trefferpunkte der Schilde. Das passt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir auch dort so ein uraltes Suspensionsfeld. 125 und 125. Also eigentlich ist nur die Regenerationsrate der Schilde interessant. Weiß ich nicht. Also bin ich momentan noch nicht von überzeugt. Die fliegen direkt ran. Das ist okay. Dann gehen wir auf die Fregatten der Stark-Klasse. Die haben mehr Schild und Panzerung. Die bekommen natürlich auch ein regeneratives Rumpfgewebe. Und... Mist, die haben nicht genug Energie. Verdammt. Dann bringt das hier alles nichts. Und wir sind schon auf dem kalten Kaltfusionsreaktor. Ach, wir hatten die Möglichkeit, den Antimaterie-Reaktor zu entwickeln. Dann müssen wir das nochmal offen lassen. Reaktorverstärker macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Oder wir nehmen das gegen die Plastik-Stahl-Panzerung. Und werden dann zusätzlich zu der Panzerung noch ein Rumpfgewebe einbauen, damit das schneller regeneriert wird. Das finde ich eine ganz gute Lösung. Das können wir so lassen. So, dann die Zerstörer der sehr kräftig Klasse und Kreuzer sind einfach substanziell. Nein, also das bauen wir auch nochmal gleich um. Die finde ich auch sehr gut. Und hier würde ich zweimal regeneratives Rumpfgewebe einbauen. Dafür allerdings auch nochmal eine Panzerung mehr. Wir setzen bei dem Schiff einfach mal, bei den unseren Schiffen jetzt einfach konsequent auf Panzerung. Der neue Kreuzer der substanziellen Klasse. Das ist ja das automatische Design. Das können wir mal löschen. Beziehungsweise da müssten wir vorher ein neues erstellen. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier Schönes drin haben. Einmal ein L-Waffen-Slot und da bin ich mir nicht sicher, ob wir da schon was haben. Da haben wir nämlich nur die Railgun und den Röntgenlaser und nichts anderes Vernünftiges. Dann hätten wir hier zwei Waffenslots der Kategorie M. Ja, könnte man auch machen. Alternativ S und G finde ich hier als Torpedo-Bug. Dann finde ich die besser. Was gibt es hier in der Mitte? Ein Trägersystem. Aber ich glaube, wir haben noch keine Träger, ne? Doch, hätten wir. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Dann die Kreuzer dabei zu haben. Die Frage ist, was gibt's hinten? Zwei S-Slots. Ah, das finde ich schick. Was haben wir denn noch für Kerne? Einen Waffenkern, einen Waffenslot. Wir könnten ihn auch konsequent auf die Sache ausrichten. Aber das würde ich erst machen, wenn wir hier wirklich schöne L-Waffen haben, der Kategorie. Lass uns das mal in die Richtung machen. Punktverteidigung, Flak, ein Träger. Hier hinten kommen Standard, Laser und Railgun. Und vorne schauen wir mal Schildschaden, Panzerung und Rumpfschaden. Jawohl. Und dann wollen wir natürlich auch noch ein bisschen Schildschaden haben. Das ist die Railgun. Das sieht gut aus. So, dann lasst uns mal gucken, ob die hier vielleicht mit den Schilden umgehen können. Das war natürlich mal gar nichts. Wie viel Energie brauchen die denn? Zum Henker noch eins. Das ist ja der Hammer. So, können wir das vielleicht durch Reaktorverstärker ergänzen? Nicht wirklich. Und wenn wir normale Schilde noch mit einbauen? Ja, das geht.
Dann würde ich eine 2 gerne rausmachen und dort die Rumpfgewebe einbauen, was auch nicht geht. Ah, verdammt. Dann machen wir einen Reaktorverstärker. Ein Rumpfgewebe und das kostet uns beim Bau 9. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die vernünftig gebaut werden können auf Dauer. Denn ich finde die Idee hier relativ gut, gerade für den Kreuzer. Und dieses Design nennen wir ganz klassisch kräftiger Träger. Kräfter. Kräftiger Träger. Irgendwie stehen die Schatten scheinbar auf diese Namen. Dann machen wir das. Oder monströser Träger. Obwohl, ein monströser Träger ist es nicht. Okay, dann haben wir das Thema auch. Und dann können wir in den Flottenmanager reingehen. Und wir werden erstmal die erste Flotte aufrüsten. Und hier würde ich auf jeden Fall gerne einen kräftigen Träger mit einbringen. Erstmal 4 Stück und das kostet, was? 2300? Respekt. So, einmal die 4 Träger in den Auftrag geben. Sehr schön. Gut, wie voll ist die Flotte jetzt? Die hat jetzt 74. Alles klar. Getarnte Flotte. Zacko und Ikan haben einen Wirtschaftspakt. Colonization in progress. Waren die nicht gerade noch im Krieg oder sowas? Na gut. Minus 12? Ja, weil die Produktion steigt. Mhm. Ja gut. So, er ist da oben fertig. Jetzt müssen wir mal gucken, dass... Ja, alles klar, dank dir. Schadenverteidigungsarmeen, Hauptstadtgebäude, Ressourcen von Jobs plus 10 Unterhalt. Plus 10 finde ich trotzdem gut, machen wir mal. Einmal kurz gucken, was wir noch hatten. Nee. Machen wir. Passt. So, ihr könnt bitte einmal zurückkommen nach Doom. Ins Doom-System. Und dann sind... Sehr schön. Dann ist soweit alles. Was ist das denn? Ach, ein kleiner Flottenverband. Okay, du bist fertig. Dann kannst du bitte einmal da hinten hin. Würde ich nämlich gerne als nächstes eine Station bauen. Und dann sind wir hier. Sehr gut. Da können wir mal schauen, was wir jetzt machen. Benötigte Infiltration für feindliche Einsätze. Verfügbare Gesandten. Ja, davon haben wir gerade genug. Infiltrationsgeschwindigkeit. Verbindung. Verteidigung gegen feindliche Spionageeinsätze plus 1. Das finde ich allerdings gut. Und wenn wir gerade bei dem Thema sind, gehen wir mal zu den Ikan. Du heilige Mutter Gottes. Okay. Das ist so krass, ey. Die haben sich ein ziemlich starkes Reich aufgebaut. Ich würde gerne bei dem mal spionieren und einfach mal ein paar mehr Informationen sammeln. Und so richtig viel wissen wir noch nicht über die. Muss das leider das andere noch ein bisschen warten. Ich würde gerne mal mehr Staatselemente wissen. Wie sind die drauf? Militaristische Fanate. Na toll. Na super. So. Hier wird auch bald irgendwas passieren mit dem Sevan Empire. Da brauchen wir uns jetzt auch nicht weiter drum kümmern. Die sind mit Sicherheit auch bald weg. Defensivabkommen mit denen. Aber die Triads sind nicht im Krieg, oder? Ah, doch. Ach doch, stimmt. Die sind hier beide im Krieg. Ja, also ganz ehrlich, der wird den hier gleich rausnehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann war es das hier. Okay, so. Und jetzt wollte ich eigentlich hier oben auch noch ein bisschen erfahren, wie es nämlich mit euch aussieht. Ich würde nämlich gerne mal wissen, was hier hinten so passiert. Und vor allem, wie man hier in diesen Bereich reinkommt. Weil da oben ist auch nochmal irgendwie eine ganze Menge Planeten und da kommt irgendwie keiner rein. Ich habe keine Ahnung. Aber ansonsten sehen wir von denen schon mal eine Menge Katalysatoren. Katalysator. Ja. Wir versuchen trotzdem mal Informationen zu beschaffen.
Dann hoffen wir einfach mal, dass das gelingt. Okay. Research complete. Ja, sehr schön. Schwammraketen, okay. Habitat-Baugeschwindigkeit ist egal. Flakkanone Stufe 2. Ja, das bietet sich jetzt natürlich an, weil wir gerade anfangen damit. Research complete. Fortschrittlicher Tarnfeldgenerator der Stufe 2. Oh, Verschlüsselung und Codeknacken plus 2. Ah, das ist beides gut. Allerdings der verbesserte Forschungskomplex ist auch gut. Der braucht Unterhalt dann allerdings 2 Gase. Haben wir gerade nicht so viele. Hyperantrieb 2. Ah, ist das doof. Wir machen tatsächlich erstmal Code knacken. Wir müssen jetzt erstmal mehr über diese anderen Reiche erfahren. Und dann hoffe ich, dass wir danach in Richtung der Hyperantriebe kommen können. So, da ist ein Forschungsschiff untätig. Weitermachen. Aufmerksam Hilfsagenten, Einsatzschwierigkeit minus 1. Sehr schön. Wunderbar. So, jetzt müssen wir aber erstmal schauen, was du machst. Du kannst einmal nach Irim fahren, fliegen, das Spezialprojekt dort untersuchen. Jetzt müssen wir uns einmal den angucken. Tja, hat der noch irgendwas zu tun hier? Logria, wo ist denn das? Ach, da oben. Da sind wir schon zugange. Ich weiß gar nicht, ob es hier unten noch irgendwo was gibt. Da sind wir auch schon zugange. Da. Ist da kein anderes Forschungsschiff in der Nähe? Tatsächlich nicht. Dann bitte einmal dahin. So, Konstruktionsschiffe. Da fehlt uns noch etwas. Die brauchen noch nichts weitermachen. Arkor. Genau, du bist hier. Bitte einmal die Bergbaustation bauen. Die Forschungsstation. Und dann müssen wir in Arkor bitte auch Bergbau, Forschung. Wir wollen ja hier nichts ungenutzt lassen. Und dann sollte das erstmal passen. Okay, gut. Perfekt, weitermachen. So, was ist da? Was ist jetzt schon wieder los? Instatable garantiert die Unabhängigkeit vom Savant Empire. Die Ausgrabungen verzögern sich etwas. Ja, dann ist das so. So, ich bin sehr gespannt, was hier jetzt passiert. Mit im Krieg werden die wahrscheinlich nicht eintreten, würde ich mal vermuten. Das haben wir gesehen. Horte Fette ist gestorben. Oh nein. Oh nein, das ist ja doof. Da müssen wir tatsächlich mal gucken, was wir gerade erforschen. Informatik. Wir haben einen Informatiker auf der Aufklären Stufe 2. Ja, und die Aufklären bekommt bitte Forschungsgeschwindigkeit, Antrieb. Allgemein das robuste Organ. Das finde ich einen sehr schönen Namen. Und der kann eigentlich mit seiner Aufgabe dann mal direkt weitermachen. Das haben wir erledigt. Und hier haben wir jetzt übrigens Stufe 2 der Tarnung. So langsam bringt das was. Könnte man zumindest darüber reden, ob das was bringt. Okay. Wir haben sind Xenophiler geworden auf Irim 4. Dann sollen sie das sein. Wir haben 360 Tage lang Mittel gehabt, bekommen zu können, so Technologie. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Sagt uns jetzt auch nur, dass sie überwältigend stark sind. Das ist natürlich schade. Ich hätte ein bisschen mehr erhofft. Vielleicht sollten wir versuchen, wirklich einen diplomatischen Zwischenfall auszurufen. Ich würde gerne noch einmal ein paar Informationen sammeln. Die Informationslage dort vorne ist mir ein bisschen zu dürftig.
dafür, dass dieses Reich so unglaublich mächtig ist, ist mir das zu wenig Informationen. Jawohl, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Brot knacken, wunderbar. Und jetzt hoffe ich, ist... Ah, verdammt. Ist nicht mehr drin. Dann machen wir die Chemieanlage. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder am morgigen Dienstag. Ich freue mich schon. Macht's gut. Bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.